Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Real-Life-Mod. Heute fahren wir mit dem BMW M3 und weil sich das so viele Leute gewünscht haben, gehen wir heute erstmal in den Vergnügungspark. Aber zuerst müssen wir unsere Tochter und unseren Sohn abholen von der Schule. Die gehen nämlich hier direkt zur Schule und da holen wir sie direkt ab mit unserem BMW M3. Ist ziemlich übermotorisiert, ich glaube, das hat hier fast niemand. Ja gut, hat jemand einen Nissan GT-R. Ja gut, aber wir mit unserem M3 sind auf jeden Fall gut dabei und würde ich mal sagen, holen wir schon mal schnell die Tochter und den Sohn ab. So, da sind wir auch schon. Die Klingel hat jetzt gerade geläutet. Jo. So, Kinder, wie ihr wisst, wir machen heute einen Ausflug, aber heute geht es in den Vergnügungspark. Und, ja. Seid ihr alle bereit für den Vergnügungspark? Ja? Ja? Du willst auch zum Vergnügungspark? Ja, gut, komm. Dann geh mal. Jetzt geh mal. Die waren ja noch nie im Vergnügungspark. Das erste Mal so gesehen, dass wir überhaupt dorthin gehen. Ich glaube, die freuen sich richtig. Ja, du steigst natürlich vorne ein. Am liebsten hätte ich jetzt direkt hinten eingepackt, aber gut. Die Mutter ist nicht dabei, die muss zu Hause sein und ein bisschen herumputzen, was ich so weiß. Die hat keine Zeit, deshalb fahren wir jetzt leider alleine, aber selbst ohne Mutti werden wir das schaffen. Wir müssen jetzt nur noch umdrehen. So, bitteschön, dankeschön, warte, Blinker setzen, da. Gut. Was macht denn der? Geht hier einfach mal drüber, oh. Sag mal, bist du ein bisschen blöd? Schneidet mir einfach rein, so. Vorrang geben. Links, rechts schauen, jetzt können wir fahren. Wir haben ja genug BS unterm Hinter, dass wir das machen können. So, Kinder, und ab geht die Fahrt auf zum Vergnügungspark. Ist auch heute richtig das perfekte Wetter dafür. Hier dürfen wir nicht abbiegen. Oder, ach doch, hier dürfen wir abbiegen. Upsala. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Heute ist das perfekte Wetter zum Vergnügungspark fahren. Es ist zwar ein bisschen bewölkt im Hintergrund, sieht man es auch ein bisschen. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Was macht denn der? Er hat gerade irgendein Handzeichen gemacht. Hoffentlich hat er mir nicht einen Mittelfinger gezeigt oder sonst was. Oh mein Gott. Ja, geh vielleicht noch langsamer. Oh, jetzt ist aber... Ich hasse solche Menschen. Fahren. Ja, sorry. Aber fahren ist fahren. Oh, da kommen wir doch rüber. Oh. Nö. Das war schon rot. Egal. Gut. Hier müssen wir dann rechts rein. Und da ist, glaube ich, dann der Vergnügungspark. Direkt am Pier ist, ja. Ja, aber wir müssen auch anhalten. Wir müssen zivilisiert fahren. Wir dürfen natürlich nicht einfach so über rote Ampeln fahren wie vorhin. Vor allem nicht vor den Kindern. Ich möchte ja kein schlechtes Vorbild sein. Ne, hast recht. Genau. Kein schlechtes Vorbild. Oh mein Gott, die... Warte, die muss irgendeine lustige Musik hören da hinten. Oh, upsala, schaut schon. Fast vergessen. Oh, was soll das? Sag mal, was soll denn das? So was habe ich auch noch nie gesehen. Also wirklich. Kein Mensch kann hier Auto fahren. Hauptsache wir rasen hier mit 200 Karacho da durch, aber wir können es uns ja leisten, ne? Wenn wir eine Strafe kriegen, können wir die zahlen. Wir könnten uns direkt auch hier hinschauen. Hier ist eh alles behinderter Parkplatz, oder? Nee, wobei, nee, ich bin jetzt mal sozial. So, Kinder, ich parke mich mal hier ein. So. Oh, ein Hubschrauber ist ja auch schon. Tatsächlich. Was auch immer der hier macht. So, die freuen sich sicher schon. Jetzt geht's ab in den Vergnügungspark. Das erste Mal, ihr macht die Tür zu. Upsala, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Hier, Kinder, der Vergnügungspark. Ich freue mich natürlich auch. Ich war hier auch noch nie mit meinen Kindern. Ich meine, ich war schon mit eurer Mutter war ich hier schon, aber ihr habt hier nie mit dürfen. Aber jetzt seid ihr groß genug, jetzt dürft ihr auch schon Fahrgeschäfte fahren. Ja, vor allem... Ach, wobei du... Ich weiß nicht, ob du alle fahren darfst, aber du auf jeden Fall... Komm, geh mal rein. Okay, so. Hier gibt es Pizza für 1,99. A Cheese Slice. Hä, wo? Der zeigt mir links. Hier ist aber nichts. Na, tolle Wegbeschreibung, wirklich. Wir können hier auch... Oh, Kinder, hier nicht hinschauen. Das ist nichts für euch. Kein Piercing, kein Tattoo. Auch bitte keine Bon. Dankeschön. Aber wir können hier wieder was zu snacken holen. Oh, 75 Cent nur. Für 1 Dollar. Können wir später auch machen, kommt. Falls jemand aufs Klo muss, ich glaube, hier ist die Toilette. Warte mal, ich muss ganz schnell aufs Klo, bevor wir fahren, weil sonst pisse ich mich nicht noch an und das ist, glaube ich, nicht so toll. So. So, jetzt geht noch Hände waschen. Hä? Be warned, security cameras are operating in this area. Mhm. Also, ich sehe hier gar nichts. Gut. Komm, Kinder, jetzt war ich am Klo. Ihr müsst ja nicht. So. Oh, hier gibt's Hotdogs. Hallo, dürfte ich einen Hotdog haben, bitte?
Warte mal. Oh, es gibt 3 Mini-Pretzels. Die Snuts gibt's auch und Water. Na toll. Dürfte ich bitte einen Hotdog haben? Wie, sie haben keinen Hotdog mehr? Ich sehe doch hier, dass sie 2 haben. Warum, hä? Warum verkaufen sie mir keinen? Ich sehe doch, was, sie sind alt? Ja, machen sie mir einen neuen, verdammt. Machen sie mir doch einen Hotdog jetzt. Boah, ich drehe ja gleich durch. Hier. Ernsthaft? Kinder, das ist Selbstbedienung. Nehmt euch, was ihr wollt. So, danke. Ich habe das mit den ganzen Hotdogs reingefressen. Gut, so, jetzt geht's aber weiter. Nachdem ich den jetzt erstmal eine reingepfiffen habe. Riesenrad. Wisst ihr was? Wir fahren mal mit dem Riesenrad. Möchtet ihr auch mit dem Riesenrad fahren? Was? Warum nicht? Ihr habt Höhenangst, wirklich? Ja gut, ihr seid noch klein, aber ich möchte auf jeden Fall nur mit dem Riesenrad fahren. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen asozial, aber fahren möchte ich trotzdem. Oh, da schauen sie mir zu. Denken sich auch so, ich bin voll asozial. Ja, so ist es halt. Riesenrad fahren. Ohne meinen Kindern erstmal hier allein sein. Das hat auch was. Ein bisschen Ruhe hier oben. Oh, Jetski. Wir könnten auch Jetski dann fahren später. Was macht denn der hier unten bitte? Oh mein Gott. Das habe ich auch noch nie gesehen. Seht ihr das hier in der Mitte? Jetzt ist er gleich weg. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber gut, Riesenradfahren ist ein bisschen öde, aber ganz ehrlich, man hat so eine geile Aussicht einfach. Man sieht hier einfach alles. Ich meine, gibt euch das hier mal nach hinten. Wie geil das einfach aussieht. Echt schade, dass die Kinder nicht mitfahren wollen, aber wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Ich warte noch, bis ich hier ganz oben bin. Jetzt sind wir gleich ganz oben, genau. Oh, hallo. Mein Name ist Marcel Davis. Schau mich... Hallo. Ich schaue mich ein bisschen creepy an. So, schöne Aussicht. Wirklich. Ja, genießt doch mal die Aussicht. Würdet ihr euch umdrehen, dann seht ihr das auch. Weil im Meer gibt es nicht so viel zu sehen. Oh mein Gott, die Leute, wie die alle schauen, so richtig mad. So, Kinder. Ich fand's lustig. Schade, dass ihr nicht mitgefahren seid. So, wollen wir jetzt aber Achterbahn fahren? Ja, wollt ihr? Gut, komm, fahren wir Achterbahn. Ist besser. Die ist auch nicht so hoch, die Achterbahn. Schaut, die ist ganz weit unten, die können wir fahren. Ich glaube, das Teil hier können wir sowieso nicht fahren. Ich glaube, das... Oh, hat geschlossen, ja. Gut, dann fahren wir Achterbahn, kommt. Ja, kommt, ja. Put, put, put. Oh, da kommt er. Ich dachte schon, er ist schon wieder mal irgendwo im Nirgendwo. Hallöchen. Oh, $15 pro Person. Kriegen die Kinder Rabatt? Also, es aussieht nicht. Er sagt, it's fucking crazy. Also, kein Rabatt für die Kinder, aber die fahren trotzdem mit. Ja, bitte. Dreimal, ja. Und los geht die Fahrt, Leute. Achterbahn fahren. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Und jetzt? Hier ist, glaube ich, noch so ein Foto, genau. Sorry, aber ich... Oh mein Gott, das macht Spaß. Das macht so viel Spaß. Okay. Oh, das war's schon? Wirklich? Ernsthaft? Oh! Oh mein Gott, was war das jetzt gerade? Ist der rausgefallen oder was? Oh. Nö. Der hat überlebt. Okay, kommt mit. Ich glaube, mir hat es am meisten Spaß gemacht. Du, Ellie. Ach, okay, ja. So geht's auch. Warum machst du ein Foto? Hallo. Noch nie jemanden da drüber springen gesehen? Ach, egal. Komm, geh mal. Er will Jetski fahren. Ich zahle auch. Was? Einer von euch will nicht Jetski fahren? Okay, ist egal. Wir fahren trotzdem Jetski. Ich hoffe, der hat überhaupt noch offen. Jetzt müssen wir die einfach klauen, ne? So, Kinder, ich weiß, das ist jetzt eine illegale Sache, was wir machen. Aber hier ist gerade niemand am Stand. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mit dem Jetski weg. Erzählt es bitte nicht eurer Mutter. So, möchtest du oder du mitfahren? Ja, ihr könnt euch entscheiden. Es ist ein Zweisitzer. Einer muss draußen bleiben. Na gut, komm, fahren wir einfach mal. Okay, welchen Jetski nehmen wir? Ich nehme mal den. So. Ich komme schon. Ihr müsst euch nicht nass machen. So, wer will mitfahren?
Ellie, möchtest du mitfahren? Du bist schon größer. Komm, genau. Gut, und du kannst aber ein bisschen rumschwimmen. So. Oh, die Sonne geht schon wieder fast unter, aber sieht nice aus auf jeden Fall. Okay, traust du dich über die Schanze? Ja, natürlich. Komm, halt dich einfach gut fest. 3, 2, 1 und über die Schanze. Hui! Das war die Drachenschanze. So, jetzt nochmal zurück. Hier ist noch eine Schanze. Warte mal, über die Bojen drüber. So. Genau. So, jetzt fahren wir noch über die Schanze. So, jetzt aber gut festhalten. Dann nehmen wir ein bisschen mehr Angas. Komm, komm. Und mit Schwung drüber. Und... Oh, ich hätte sie jetzt fast verfehlt. Oh mein Gott, ist das nice. Ziemlich schnell sogar. Und da ist noch ein Jetski. Aber wisst ihr was? Bevor jetzt noch der Typ kommt, dem die Jetskis gehören, ich stelle es mal lieber zurück. Wir hatten jetzt schon unseren Spaß. Unser Sohn schwimmt hier gerade ein bisschen rum, aber ach egal. Ein bisschen illegalen Spaß gehabt, aber merkte niemand. Oh mein Gott, was ist mit dir los? Ja, gut, der hatte gerade einen Oktopus. Der war gerade ganz blau. Ihr kommt. Komm, Kinder, wir fahren jetzt nach Hause. So, dann fahren wir gleich mal heim. Und ich würde sagen, Leute, das war's heute für die Real Life Mod. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, dann könnt ihr auch in die Kommentare eben reinschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Weil das, was ich jetzt gemacht habe hier mit dem Freizeitpark, das war auch in den Kommentaren drin, habe ich mir rausgepickt. Und die besten Sachen picke ich mir einfach dann raus und die werden dann genommen. Also Leute, haut rein, ich verabschiede mich. Ciao!